Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich war ein bisschen einkaufen bei Rossmann, bei DM und auch in der Apotheke. Und was ich da gefunden habe, das zeige ich euch jetzt. Ich war eigentlich los, weil ich wollte eine getönte Sonnencreme haben. Na? Ich habe gedacht, das ist ja toll, brauche ich kein Make-up mehr, spare ich mir noch etwas, gerade jetzt bei der Wärme. Und ja, habe ich ja Gutes gehört von Eucerin. Na, diese Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50. Und ich habe mir die mittlere Farbe ausgesucht. Ja, genau. Und das ist ja schon ganz schön dunkel, habe ich dann gemerkt. Ne? Die Sonnencreme kommt dann in so ein Pumpfläschchen. Richtig toll. Ich zeige euch aber noch mal hier so. Die Farbe ist schon sehr, sehr dunkel. Ne? Wenn ihr das dann verreibt. Und vor allen Dingen, weil man ja auch ein bisschen mehr nehmen soll. Ne? Man soll ja so ungefähr ja, fürs Gesicht nehmen, wie so ein Teelöffel voll. Dann ist das schon ein Tick dunkel für mich. Hätte ich nicht gedacht, ist so ein mittlerer Ton. Aber sie hatten auch gar keine anderen Farben jetzt da gestern. Und ich dachte, Mittel, das passt. Weil bei Make-up passt Mittel eigentlich auch immer. Aber hier ist es ein Ticken dunkel, ne? Wenn man das so sieht. Aber es geht noch. Ich habe es dann, ne? So seht ihr ja jetzt hier die Farbe. Und das hat auch nicht so viel Glow. Finde ich ganz gut, ne? Ist ein bisschen matter, als wenn ihr sonst so einen hohen Lichtschutzfaktor auftragt. Da hat man dann ja auch richtig viel Glow. Man glänzt ja im ganzen Gesicht. Das habt ihr hiermit nicht. Das finde ich schon mal richtig toll. Beim Auftragen habe ich mich, glaube ich, ein bisschen ungeschickt angestellt. Erstmal habe ich ja sehr viel genommen und habe das die ganze Zeit mit den Fingern verrieben. Und nach einer Weile fing es dann an, sich hier so wieder abzuruppeln. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, so geht das nicht. Und habe dann ein Make-up-Schwämmchen nass gemacht und habe das dann damit eingearbeitet. Das ging dann sehr gut. Also da muss ich sagen, das war bestimmt mein Fehler. Oder na, wenn man das halt das erste Mal ausprobiert, man weiß nicht wie. Aber ich finde es eine tolle Sache mit dem getönten Sonnencreme. Ja, braucht man halt nicht so viel anderes drauf. Ich habe einfach noch mal ein bisschen Fixing-Puder von Make-up Coach drauf gemacht. Das mache ich ja immer, fühle mich einfach wohler. Aber sonst eine schöne Sonnencreme soweit. Gefällt sie mir ganz gut. Ein Tick dunkel, ne? Seht ihr hier. Ich habe keinen Bronzer drauf. Ich habe einfach nur ein bisschen Rouge noch drauf gemacht. Genau. Die habe ich ja in der Apotheke geholt. Da gab es gerade 3 Euro Rabatt. Ich habe 16,98 € bezahlt. Sonst kostet die 19,98 € in der Apotheke. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es noch andere Farben gibt. Ich habe, wie gesagt, gestern nur diese gesehen. Ne? Und es gibt verschiedene fürs Gesicht. Diese heißt ja, Photo Aging Control Tinted. Und ich denke mal, das bedeutet, dass die nicht so doll glänzt auch. Ne? Genau, eine Sun Gel Cream. Lichtschutzfaktor 50. Ja, genau, das war in der Apotheke. Dann war ich bei DM und bei DM habe ich wieder bei Trendet abgeschaut, habe diesen schönen Monolidschatten gefunden. Den fand ich richtig toll. So schaut er aus. Na, ich kann ja mal einmal ein bisschen swatchen. Das ist die Farbe und so. Also hat einen schönen Schimmer. Na, und die Farbe finde ich auch schön, die habe ich auch schon auf den Augen, weil die ist nicht so dunkel. Das ist so ein richtig schön, ja, so ein helleres Grün, das trotzdem noch nicht zu leuchtend ist oder so. Ne? Also richtig, also mir gefällt die Farbe richtig gut. Das ist die 030, ne? Und so ein Monolidschatten von Trended Up. Fand ich richtig toll. Dann habe ich halt geschaut nochmal nach Sonnenschutz. Und zwar ist das dieser hier von Garnier. Benutze ich ja sehr, sehr gerne, finde ich richtig toll und gebe ich meinem Mann auch immer eine Flasche mit auf die Arbeit, na, damit er sich zwischendurch mal einsprühen kann, Gesicht und Nacken, genau, weil er ja viel draußen arbeitet. Das ist hier eine Over Make-up Super UV Lichtschutzfaktor 50 von Garnier Ambre Solaire, genau, die kaufen wir immer wieder nach, die finde ich richtig gut. Na, und da habt ihr ja auch so, kann ich euch ja mal zeigen, macht ihr einfach so, ne, 30 cm Abstand ungefähr und einmal rübersprühen. Ist auch ein angenehmer Geruch. Ja,
Für zwischendurch kann ich dann mitnehmen, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, packe ich mir das in die Handtasche und habe dann meinen Sonnenschutz mit, auch hier für Dekolleté sehr, sehr gut. Da habe ich nämlich auch dieses getönte Make-up nicht, weil ich möchte nicht, dass das nachher nicht an der Kleidung hängt. Und dafür ist das dann richtig toll. Auch Lichtschutzfaktor 50, ja. Dann habe ich ja, also wie gesagt, den Lidschatten und einen Mascara gekauft von Maybelline Sky High, diesen schwarzen. Na, das gibt den einmal so in Rosé, dann ist er auch wasserfest. Und dann gibt es diesen in Schwarz. Hier steht, irgendwo stand das noch, Lash Sensational. Ja, genau, Cosmic Black. Na, diesen. Das ist eine schöne Bürste, eine flexible Bürste, die ist ganz klein, aber auch richtig weich. Ne? Seht ihr, die bewegt sich. Mir gefällt das richtig gut. Das wäre Geschmackssache. Ja, und ihr seht ja auch, man hat nicht zu viel Produkt drauf. Also es ist schon eine tolle Mascara. Mir gefällt sie gut. Habe ich ja auch heute drauf. Ich habe ja kein Kajalstift, gar nichts weiter. Nur den Lidschatten und dann die Mascara. Und ich finde, sie gibt für mich jetzt genug Volumen, aber auch Länge und einen leichten Schwung nach oben. Ne? Das gefällt mir richtig gut. Ich mache das ja immer so, dass ich meine Augenpartie vorher markpuder, damit dann, auch wenn der jetzt nicht wasserfest ist, damit er nicht abstempelt. Dann, wenn das so fettig ist, die Haut, dann stempelt das ja eher ab, aber habe ich ja so seitdem gar keine Probleme mehr, seitdem ich das immer puder. Und deshalb macht mir das auch nichts, wenn ich keine wasserfeste Mascara habe. Hält auch gut. Genau, die Mascara habe ich mir dann noch bei DM noch geholt. Und von John Frieda hier eine Wunderkur. Da werde ich euch dann in einem Aufgebraucht erzählen, wie die war. Ja, für widerspenstiges und ja, geschädigtes Haar. Mit verschiedenen Ölen. Das kann ich euch ja mal kurz vorlesen, was hier steht. Mit Arganöl, Kokosöl und Morginaöl. Genau, für widerspenstiges, geschädigtes Haar. Tiefenwirksame Haarkur, Intensivreparatur und kräftigend. Genau, diese Kur. Da freue ich mich schon, die auszuprobieren. Und dann war ich ja noch bei Rossmann. Und bei Rossmann habe ich auch nicht viel mitgenommen. Da habe ich wieder von Garnier Fructis, ja, mein Shampoo und Spülung gekauft. Das ist Aloe Hydra Bomb. Ich liebe ja die Reihe von Garnier und diese beiden sind meine Lieblinge da runter, ne? Die sind sehr, sehr, geben viel Feuchtigkeit und dann steht hier ja auch noch mal mit, die sind mit Aloe Vera Gel, mit Glycerin für normales Haar, das wird mit Feuchtigkeit versorgt, ne? Und ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Ja, genau. Shampoo und Spülung waren nämlich gerade im Angebot bei Rossmann und deshalb habe ich die mitgenommen. Ja, mehr war das auch gar nicht. Das war wirklich nur ein kleiner Haul, aber ich fand halt das hier sehr, sehr interessant. Und auch hier den Lidschatten, die Mono-Lidschatten von Trended Up, die sind ja sowieso toll. Und das ist so eine richtig schöne Farbe. Ja, genau, deshalb. Und der Mascara. Da probiere ich ja immer gern Neues aus. Den finde ich richtig gut, muss ich sagen. Den rosanen kenne ich gar nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist der erste jetzt, Sky High, den ich mal ausprobiert habe. Und ich muss sagen, ich finde ihn schön. Macht schöne Wimpern. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.